hatten ja kürzlich ein Video gemacht, da ging es um die große Corona-Krise. Und das Video, wer es noch nicht gesehen hat, verlinke ich oben in den Infokarten. Und da haben wir auch sehr viel Zuspruch bekommen. Da waren sehr, sehr interessante Kommentare unter diesem Video. Das hat uns auch sehr gefreut, dass viele Menschen das doch alles ein bisschen kritisch betrachten, was gerade hier weltweit passiert. Und es gibt auch ein interessantes Video auf YouTube von ZDF. Ich kann mich nicht mehr genau an den Titel erinnern. Da ging es um Fake News um Corona. Und ich werde euch das Video mal verlinken, obwohl ich nicht gern Werbung mache für die öffentlichen, weil ich die schon seit vielen Jahren nicht mehr konsumiere. Und wenn ihr euch dieses Video anschaut, müsst ihr mal auf die Kommentare achten, wie viele Daumen nach oben, wie viele Daumen nach unten. Und ihr müsst euch mal bitte einige der über 2000 Kommentare durchlesen, wie viele Menschen das mittlerweile sehen, was hier für eine Panik um diesen Virus gemacht werden. Wir hatten ja in unserem Video auch, sind wir auch darauf eingegangen, was so im Hintergrund laufen könnte. Da gibt es so drei, sage ich mal, Narrative, was im Hintergrund laufen könnte. Also wenn euch das interessiert, was wir dazu zu sagen haben, dann schaut nochmal in das Video von uns. Im heutigen Video wollen wir darüber sprechen, wie wir fit und gesund durch die Krise kommen, durch die momentane Krise und was uns, oder was wir auch in den Videos immer wieder erwähnen. Nahrung ist ja nicht das Einzige, was uns nährt, also Lebensmittel. Es gibt ja verschiedene Dinge, die uns nähren. Und was uns auf keinen Fall nährt, ist Angst, Panik und Stress. Weil das nämlich unser Immunsystem herunterfährt, also Immunsystem unterdrückend ist und unseren Körper auf keinen Fall in Balance hält. Deswegen ist es wichtig in der heutigen Zeit, egal, auch wenn man, ich weiß, dass viele auch Existenznöte vielleicht gerade haben, weil ja viele Geschäfte zu haben, viele gerade zu Hause sitzen, auch noch mit ihren Kindern, weil ja die Schulpflicht auch gerade ausgesetzt wurde. Und es ist trotzdem wichtig, in der heutigen Zeit in der Mitte zu bleiben und auch positiv zu bleiben. Wir hoffen ja auch auf einen positiven Wandel. Und also Stress nährt uns jetzt auf keinen Fall. Es ist wichtig, in der Mitte zu bleiben. Und wir wollen euch im heutigen Video erzählen, wie wir uns fit und gesund halten in dieser Zeit. Und ich war heute erst wieder im Wald draußen. Wir haben zwar eine Ausgangsbeschränkung, aber keine Ausgangssperre noch nicht. Und so ist es auch möglich, einen Spaziergang zu machen, raus in den Wald zu fahren. Das habe ich heute gemacht, mir das Fahrrad geschnappt und habe schon mal geschaut, wie viele Wildkräuter aktuell wachsen. Ich habe so viele Wildkräuter gesammelt und fotografiert und auch gefilmt. Da wird es zeitnah auch ein Video geben. Da zeige ich euch die wichtigsten Wildkräuter, die aktuell draußen in der Natur wachsen, die ihr also auch umsonst sammeln könnt. Und das sind absolute Superfoods. Die versorgen euch mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen und auch dem wertvollen und wichtigen Chlorophyll. Kann ich euch auf alle Fälle empfehlen. Und in den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder Wildkräuter-Videos hier auf meinem Kanal. Und ich würde euch wirklich ans Herz legen, beschäftigt euch mit Wildpflanzen. Das sind mit die wichtigsten Superfoods, die wir hier haben. Noch ein Thema, was ich auch immer wieder in meinen Videos thematisiere, sind ja die Sprossen oder auch die Grünkrautzucht. Also das kann ich auch auf alle Fälle empfehlen, euch gerade jetzt in der Zeit, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit habt und zu Hause seid, Sprossen zu ziehen. Es bedarf nicht viel, um aktiv eine Sprossenzucht in der eigenen Küche zu betreiben. Das kann ich immer wieder empfehlen. Gerade Hülsenfrüchte lassen sich wunderbar keimen und habt ihr ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen ganz wunderbare Kraftpakete. Zu den Wildkräutern kann ich euch auch noch sehr schwer ans Herz legen, die Arbeit von dem Dr. Popp, der ja der Auffassung ist, dass wir keine Kalorienesser sind, sondern eben Bio-Photonenesser. Und das meint er im Prinzip auch eben damit, dass umso frischer unsere Nahrung ist und umso frisch geerntet unsere Nahrung ist, umso besser ist die Nahrung auch für uns. Das heißt natürlich, dass wenn wir Wildkräuter frisch pflücken an dem heutigen Tag und dann nehmen wir die mit nach Hause und machen dann zum Beispiel ein, zwei Hände voll in den Entsafter oder von mir aus auch in den Mixer oder eben einfach so essen, dann kommen die innerhalb von kürzester Zeit in unseren Körper rein, ne? Ich meine, ich persönlich bevorzuge immer die Saftvariante, weil dadurch erspart man sich halt den Verdauungsprozess und dadurch ist die Energie dann noch viel schneller verfügbar. Aber natürlich eben die Fasern sind auch wichtig für die Ernährung. Also deswegen ist es dann auch okay, dann Smoothie draus zu machen oder die zu essen. Und so kann man eben diese Bio-Photonenkraft, die da noch vorhanden ist in diesen Wildkräutern, die kann man sich dann komplett einverleiben und das merkt man energetisch total. Deswegen, ja, also die Arbeit kann ich euch sehr ans Herz legen. Und wenn man das auch mal eine Weile gemacht hat, ein paar Tage lang, sich frische Wildkräuter jeden Tag
in seiner Ernährung mit dabei hat, dann merkt man einfach, dass man auf einem ganz, ganz anderen Level schwebt, als wie wenn man jetzt Supermarktprodukte jeden Tag, sage ich mal, nur Supermarktprodukte dabei hat, die vielleicht vorher ein paar Monate lang in irgendeiner Kühlkammer rumgelegen haben. Vielen Dank, Henry, für die Ergänzung. Also Henry entsaftet gern die Wildkräuter, ich esse sie auch gern pur. Ihr könnt sie auch mit in den Smoothie geben oder für Salate verwenden. Aber Wildkräuter schmecken pur auch fantastisch, weil sie so unglaublich tolle Geschmacksnuancen haben. Von herb und bitter und nach Erbsen. Also es ist einfach fantastisch. Also ich liebe wirklich den Geschmack der Wildkräuter. Ich habe ja auch E-Books geschrieben zu dem Thema Sprossenzucht und Wildkräuter, also gesund grün essen. Ich verlinke euch die E-Books beziehungsweise auch das E-Book-Paket dazu unter diesem Video. Henry und ich, wir haben mindestens oder ein, zwei Videos zur Krisenvorsorge gemacht. Mhm. Die gibt es schon auch auf diesem Kanal. Und da haben wir eben auch gezeigt, wie wir uns bevorraten, gerade in einer schwierigen Zeit, also eben mit Nüssen, Trockenfrüchten. Ich bereite auch für meine Jungs gern Fruchtleder bzw. Fruchtnaschi zu. Die Basis sind so reife Bananen und verschiedene Früchte oder Kakao und Karob. Da kann man ganz tolle, gesunde Süßigkeiten zaubern oder eben auch Leinsamencracker auf Basis eben von Leinsamen, gekeimten Sonnenblumenkernen. Da kann man noch Möhrentrester mit hinzugeben, verschiedene Gewürze, ein bisschen Gemüse und das Ganze dürren. Und da hat man auch so eine sättigende, ja, so eine sättigende Mahlzeit, also zu Salat oder zum Gemüse. Und das kann man eben auch lange bevorraten. Und jetzt ist ja gerade aktuell die Situation, dass so die Einkaufsmöglichkeiten ein bisschen eingeschränkt werden, beziehungsweise Henry, du hast ja erzählt, hier von einem Rewe gab es eine lange Schlange, weil nur 50 Leute in den Rewe durften. Also es kann mir nun mitunter schwierig werden, gerade einzukaufen, dass man entweder ewig warten muss oder jetzt war ich auch hier bei uns um die Ecke im Konsum, da gibt es zum Beispiel überhaupt kein Mehl mehr. Es gibt auch keine so Brot mehr abgepacktes, also bestimmte oder auch so glaube ich, Kidneybohnen und Kichererbsen in Bioqualität oder Apfelmus. Also so Sachen, die man eigentlich auch gut bevorraten kann, die gibt es einfach nicht mehr. Also ich kaufe ja so zum Beispiel gerade Brot oder Mehl so abgepackt eher wenig. Das konsumieren wir eher wenig. Wir haben dann eben andere Vorräte da, wie eben Trockenfrüchte, die kann man ja auch einweichen. Ja. Oder Nüsse, die wir ja auch oft einweichen, eine größere Menge einweichen. Die werden dann verdaulicher, also die dürre ich dann wieder trocken. Das habe ich auch oft in meinem Video schon erklärt. Und die dürre ich dann wieder trocken, dann haben wir dann immer eine große Menge an gut verdaulichen Nüssen da. Also wir sind eigentlich immer ganz gut bevorratet für solche Fälle. Aber was man in dieser Zeit auch gut machen kann, wenn man eben nicht so in der Angst drin ist, nicht in der Panik, sich wirklich wieder, sag ich mal, in der Mitte bleibt und ausbalanciert ist, dann kann man nämlich auch mit dem Essen sich ein bisschen zurückschrauben. Henry, was könnte man jetzt gut machen? Ich würde gerne was hinzufügen zu den Trockenfrüchten. Ja, wenn ihr Trockenfrüchte zu Hause habt und auch bei den Nüssen natürlich, ne, weicht die natürlich vorher immer ein, dass sie leichter verdaulicher sind. Und bei den Trockenfrüchten kann man auch das so machen, das würden, denke ich mal, Silke würde das auch empfehlen, dass man die halt vorher einweicht, ein paar Stunden vorher, am besten 24 Stunden vorher, das wäre ideal, aber es reicht auch einfach ein paar Stunden vorher. Und dann kann man erst das Wasser trinken von den eingeweichten Trockenfrüchten, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Datteln, und dann kann man kurze Zeit später dann einfach die eingeweichten Trockenfrüchte essen. Und dann sind die auch ja erstens leichter verdaulich und zweitens nimmt man dann auch die Schädlichkeit von diesen Trockenfrüchten weg, dass sie dann die Zähne angreifen, ne? Und außerdem ist es auch so, gerade wenn es jetzt vielleicht auch gerade jetzt so im so April, Mai ist immer schwierig mit richtigen, ja, reifen Früchten. Ne? Mhm. Hier gibt es noch nicht unsere heimischen Früchte und es kommt alles auch aus dem Ausland. Also ich finde die Qualität im April, Mai ist es immer schwierig mit Früchten. Da gibt es Fruchtversender, wo man bestellen könnte oder man hat eben Trockenfrüchte auf Vorrat. Also ich habe zum Beispiel Mangos, Checkfrucht, Feigen, Datteln natürlich. Und die können dann eben eingeweicht werden, früher einfach einweichen und dann nach ein paar Stunden. Ist jetzt nicht wie eine frische Frucht, aber es ist auf alle Fälle hochwertiger, weil diese Trockenfrüchte zumindest, die wir verwenden jetzt, die sind zumindest hochwertig gedörrt, die sind wirklich gereift und dann hat man wirklich auch eine gute Fruchtalternative. Ne? Und ich sag mal, gerade Datteln, ja, also die kriegt man ja jetzt auch in größeren Vorratspackungen und die sind vom Preis auch für jeden erschwinglich. Es muss dann, ich meine, eine Vielfalt ist schön, aber ich sag mal auch gerade für, um satt zu werden oder auch eben mal um solche Zeiten wie jetzt zu überbrücken, dann reicht das einfach mal aus, wenn es einfach nur Datteln sind oder Feigen kriegt man ja auch schon überall. Ne? Ja, und die kann man sich einweichen und da hat man da ein leckeres Schmackofatz. Ja, genau, Silke hat es gerade schon angedeutet, man kann natürlich auch während dieser Zeit wunderbar die Essensmenge und die Essensmahlzeiten herunterschrauben, ja. Wenn man vorher
vielleicht 3, 4, 5 Mahlzeiten hatte, schraubt man es einfach um 1, 2, 3 oder komplett alle Mahlzeiten runter. Und dann kann man auch super jetzt gerade in der Zeit das intermittierende Fasten austesten oder eben auch mal ein paar Tage fasten oder auch eben mal für eine längere Zeit fasten, ja. Und da stehen euch dann ja alle Türen und Tore offen, euch da auszutesten momentan. Man kann Wasserfasten machen, man kann einen Teefasten machen, man kann nur Gemüsesäfte trinken oder nur grüne Säfte oder einfach nur Wildkräuterwasser, ja, wo man sich einfach 2, 3, 4 Hände voll Wildkräuter entsaftet und das mit 2, 3, 4 Liter Wasser verdünnt und das dann über den Tag verteilt trinkt. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und ihr könnt euch da einfach momentan so dermaßen ausleben, das ist total genial. Und nebenbei, ja, unterstützt man das Ganze einfach noch und macht dann gleich mal eine Entgiftungsphase draus und reinigt auch noch seinen Darm mit nebenbei ganz gekonnt mit Einläufen oder der ein oder andere hat vielleicht noch Cassia Fistula zu Hause oder Bittersalz, ja, da gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten, wie man da einfach mal seinen Körper auch mal komplett durchpusten kann, dass er auch einfach mal zur Ruhe kommt und sich dann auch einfach mal wieder entschlacken kann, was vielleicht jetzt gerade auch eine sehr schöne Zeit dafür ist. Ist momentan auch nicht vielleicht einfach, weil ja auch viele Ängste geschürt werden momentan, aber wenn man sich einfach mal von den Ängsten frei macht und auch mal vielleicht alle Sachen ausschaltet um einen herum, die einen, sag ich mal, mit Angst feuern, dann kann man sehr gut fasten jetzt in dieser Zeit und man kommt wunderbar in seine Mitte und ja, und das überträgt sich dann auch auf andere und die anderen in dem Umfeld, die werden dann davon auch beflügelt und ja, schon schlägt man da wieder 2 Fliegen mit einer Klappe, wenn man das jetzt sagen darf als Veganer. Aber ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache, um sich da jetzt optimal zu unterstützen für die momentane Zeit. Du hast ja schon den Einlauf erwähnt, da ist das sehr wichtig beim Fasten, bei der Entgiftung generell, den Darm bei der Entgiftung zu unterstützen. Und du hast ja auch schon so einen tollen Blogartikel geschrieben für meine Webseite und den werde ich mit unten verlinken. Da beschreibst du, wie ein Einlauf gemacht wird, was es für Möglichkeiten gibt, generell den Darm. Es gibt 2 Blogartikel. Du hast einmal beschrieben, was es für Möglichkeiten gibt, den Darm zu reinigen und dann nochmal einen extra Artikel, wie man einen Einlauf macht. Mhm. Ja, genau, das werde ich unten verlinken für die, die es jetzt noch nicht wissen und das jetzt mal angehen möchten. Und das Video noch. Ach ja, wir haben auch 2 Einlaufvideos, genau. Das kann ich kann auch ja. Eins davon jetzt mal oben in den Infokarten verlinken oder beide Videos dann auch nochmal unten, dass alles gebündelt ist unter diesem Video beziehungsweise auch im ersten angepinnten Kommentar. Jetzt, wenn Familien vielleicht mehr Zeit haben und nicht in der Panik sind und die Zeit auch genießen als Familie, viele sind ja im Hamsterrad und sehen ihre Kinder nicht so viel und das ist jetzt die perfekte Zeit, um ein bisschen als Familie zusammenzurücken, mehr Zeit zusammen zu machen und eben auch zusammen zu kochen. Also ich bekomme viele Nachrichten von Menschen, gerade die meine Food-Diaries sehen und sehen, oh, die kocht ja hier für ihre Jungs, kriegt hier dann extra Essen und dann macht sie für sich auch noch ein Essen, die Zeit hätte ich ja gar nicht. Also ich bereite ja schon immer gern zu, gerade wenn es um vegetarische oder vegane oder Rohkostmahlzeiten geht, so pflanzliche Mahlzeiten bevorzugt. Das ist immer so ein bisschen wie Meditation für mich und ich nutze ja die Zeit, das habe ich auch öfters schon erwähnt, um mir Vorträge oder Interviews anzuhören. Ich bin vielseitig interessiert und bilde mich dann nebenbei weiter und kreiere dann einfach eben gesunde Mahlzeiten für meine Familie. Und das ist jetzt wieder die Möglichkeit, wo man zum Beispiel auch mit den Kindern zusammen Essen zubereiten kann. Oder wenn man eben keine Kinder hat, auch wieder mehr auf sich zu achten, ein bisschen mehr zu schauen, was man isst. Man sagt ja auch immer, du bist, was du isst, dass man mehr darauf schaut, was nehme ich hier zu mir, auch das Essen mit Liebe zuzubereiten, auch nicht in Hass zu essen, sich mal ein bisschen auch Gedanken darüber macht, ne, wie man den Körper nährt. Unser Körper ist wie so ein Tempel für uns. Und ich finde, da sollte man wirklich darauf achten, den Körper wirklich auch gesund zu halten, weil, wie sagt man immer, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Und sich vor allen Dingen auch mal die Ruhe jetzt zu nehmen beim Essen selbst, ja. Die langlebigsten Völker der Welt, zum Beispiel die Menschen auf Okinawa, also zumindest der Teil, was davon noch übrig geblieben ist, die segnen ihr Essen vorher, bevor die das essen, ja. Also die sprechen dem Essen gut zu vorher und dann hat das nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung. Und ja, probiert das einfach mal aus, weil ich weiß ja viele, die auch viel arbeiten müssen und so. In der letzten Zeit und in den letzten Jahren, da isst man schnell mal zwischendurch, aber eigentlich so dieses Heilige, dieses mal hinsetzen, auch mit der Familie zusammen und einfach mal in Ruhe zu essen, das kam dann wirklich immer zu kurz und das kann man jetzt eben einfach mal wieder voll und ganz ausleben. Sowohl, wenn man noch gerne kocht oder halt eben auch im Rohkostbereich, ja, dass man da einfach was zusammen schnippelt, zusammen. Ja, lebt euch da einfach aus momentan.
Wir haben auch in den letzten Tagen, Wochen oder letzten Tagen jetzt vor allem auch immer wieder gelesen, so gewisse Empfehlungen auch von Ärzten, Heilpraktikern oder Menschen, die sich eben mit Ernährung beschäftigen, Ernährungscoach, dass man gerade für diese Zeit eben Vitamin D empfiehlt und Zink und Vitamin C. Also ich weiß nicht, Henry, nimmst du gerade Nahrungsergänzungsmittel? Nein. Also ich nehme jetzt auch ganz auch über ein Jahr schon überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel mehr. Also Vitamin D führen wir uns gerade über die Sonne wieder zu. Es ist jetzt wieder die perfekte Zeit, um Vitamin D zu tanken. Also wir haben ja, wie gesagt, noch keine Ausgangssperre und das Wetter ist in den letzten Tagen auch wunderbar. Also, und wenn man nicht rausgehen kann, aus welchen Gründen auch immer, und man hat die Möglichkeit, wie wir haben ja früh die Sonne hier im Kinderzimmer dann und im Wohnzimmer, dann mittags über im Bad und dann abends oder nachmittagabends bei dir im Zimmer und in der Küche. Also wir haben immer die Möglichkeit, das Fenster aufzumachen und ich glaube, du nutzt das auch. Du sitzt auch manchmal bei dir im Zimmer in der Sonne, ne? Und das kann man einfach auch machen, sich dann in die Sonne mal eine halbe Stunde zu setzen. Mhm. Das muss ja nicht stundenlang sein. Oder eben, die beste Variante, wir haben hier vorm Haus auch noch einen Garten, man kann sich natürlich dann auch in den Garten setzen, auf eine Bank und sich ein bisschen die Sonne auf die Haut scheinen lassen, im T-Shirt am besten. Oder man fährt eben, wie ich heute, in den Wald und genießt einfach die Sonne in der Natur. Und Vitamin C findet sich in Sprossen und Wildpflanzen zur Genüge. Also da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen. Und Zink gibt es auch in diversen Sprossen und Wildpflanzen. Also ich habe ja auch meine Werte testen lassen. Also jetzt nicht Vitamin C, weil ich denke, da bin ich gut versorgt. Aber Vitamin D und Zink habe ich, wann war denn das, im Dezember messen lassen. Und es war alles okay. Und das auch ohne Supplementierung. Bei mir dasselbe. Ich habe mir die Blutwerte hatte ich bekommen im Oktober, war das, glaube ich, gelesen. Nee, halt auch im Dezember. Und da waren auch alle Werte super gewesen und ja, das liegt dann wahrscheinlich an der Mangelernährung die letzten 8 Jahre, dass da die Werte alle super waren. Wahrscheinlich. Zum Schluss wollen wir noch was empfehlen. Wir nehmen jetzt selber keine Nahrungsergänzungsmittel, also keine isolierten Nahrungsergänzungsmittel, obwohl es da auch tolle Nahrungsergänzungsmittel gibt. Wir testen regelmäßig unser Blut und schauen, ob, ja, wir fühlen uns gut und die Bluttests bestätigen eigentlich unsere Körperintuition, dass das so für uns in Ordnung ist. Sagen wir mal, die Bluttests, die machen wir einfach nur, um das nach außen hin zu bestätigen. Ja, wir selber für uns würden sagen, dass wir die Bluttests nicht brauchen, weil wir nach unserem Körpergefühl gehen. Und das Körpergefühl ist immer wunderbar. Deswegen sagen wir persönlich für uns, dass wir die Bluttests eigentlich nicht brauchen, weil vom Körpergefühl her alles wunderbar ist. Hm. Was wir auch, du ja auch, Henry, ne, auf deinem Kanal, was wir auch regelmäßig empfehlen seit den letzten 1-2 Jahren, ist Lebenskraft pur. Mhm. Da stehen wir wirklich zu 100% dahinter. Die haben ganz tolle grüne Pulver. Also ich bin total begeistert. Das Grashaftpulver, das nehmen wir regelmäßig zu uns, auch jetzt in dieser Zeit. Jeden Tag? Also jeden Tag, ne? So ein Esslöffel oder ein Teelöffel, je nachdem, nehmen wir Grashaftpulver zu uns. Und das mache ich jetzt schon seit über 2 Jahren, seit 2017. Und das vitalisiert mich ungemein. Das ist so geballt an Mineralstoffen, Vitamin, Chlorophyll. Ist ja auch B12 drin, ne? Und mein B12-Wert war übrigens auch in Ordnung, habe ich auch im Dezember testen lassen. Und ich habe jetzt die letzten Jahre bis auf 4 Wochen überhaupt nicht supplementiert. Also ist auf alle Fälle empfehlenswert, das Grashaftpulver. Es gibt auch ein Wildkräuterpulver von Lebenskraft pur. Also für diejenigen, die sich noch nicht an die Wildkräuter herantrauen, obwohl ich das auf alle Fälle empfehlen würde. Man muss nicht 20, 30 Wildpflanzen kennen. Das reicht eigentlich auch eine Handvoll oder nur Löwenzahnbrennnessel. Da ist man schon wirklich sehr gut. Ja, da ist man sehr gut dabei. Aber wer eben sich da nicht so rantraut, da können wir das Wildkräuterpulver von Lebenskraft pur empfehlen. Also generell, die haben ja auch grünes Leben und grüner Saftkomplex und Chlorella-Presslinge, die sind noch aus Klötze. Silizium Plus. Silizium Plus, das habe ich auch schon ab und zu in Videos erwähnt. Also auf alle Fälle top. Also diese Nahrungsergänzungsmittel, die ja eigentlich jetzt nicht so isoliert sind, sondern das sind ja immer ganze Lebensmittel, die da vermahlen wurden oder eben auch zum Beispiel beim Grashaftpulver ist es ja schon der Saft, der dann getrocknet wurde, aber in unseren Augen sehr hochwertig und eine sehr gute Ergänzung. Also lieber grüne Pulver als isolierte Nahrungsergänzungsmittel, zumindest für uns. Mir ist noch ein was eingefallen. Bei der momentanen Zeit könnte man auch einfach mal auf Gemüsesäfte zurückgreifen oder aus Säfte aus der Flasche oder aus der Packung. Oder was zum Beispiel auch von Silke die Jungs trinken, ist zum Beispiel auch Hafermilch. Aus der Packung. Mhm. Das sind auch noch so ganz gute Alternativen so für die jetzige Zeit. Wenn man mal keine Lust hat, sich da in die lange Schlange zu stellen im Supermarkt, dann kann man sich einfach so ein paar Packungen auf Vorrat holen und dann trinkt man eben auch mal sowas, wenn einmal danach ist.
Und das Geniale, gerade bei der Hafermilch, ist ja, wenn man die Hafermilch in eine Schüssel schüttet, so vielleicht, weiß nicht, 300, 400 Milliliter und rührt ein bisschen Flohsamenschalen ein und lässt das Ganze so 5 bis 10 Minuten eindicken, dann hat man wunderbaren Grießbrei. Und Flohsamenschalen, die sind ja auch immer Bestandteil von gewissen Darmreinigungen. Und wenn man ganz gewitzt ist, könnte man zum Beispiel noch ein bisschen Bentonit oder Zeolit unterrühren. Und dann hat man dann eine kleine Darmreinigung, ne, die den Kindern erstmal schmeckt. Aber wichtig ist, wenn man Flohsamenschalen verwendet, danach viel zu trinken. Oh ja. Viel zu trinken und das auf alle Fälle für die Zeit auch unterstützend. Eine kleine Darmreinigung mit Flohsamenschalen und ein bisschen Bentonit oder Zeolit oder eben auch Heilerde. Genau, das waren jetzt unsere Tipps, um fit und gesund durch die große Krise zu gehen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mit unseren Inspirationen weiterhelfen. Und ihr könnt uns auch gerne ein Feedback unter diesem Video lassen. Vielleicht habt ihr auch noch eine Ergänzung. Das ist uns immer sehr willkommen. Ja, auch eure Meinung, Gedanken zu unserem Video. Wir freuen uns immer über regen Austausch. Auch konstruktive Kritik ist immer herzlich willkommen, solange sie sachlich bleibt. Wir freuen uns über den Austausch unter diesem Video, wünschen euch noch eine wundervolle, angstfreie Zeit und sagen bis bald. Bis bald.